Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part gab es noch einige weitere Nebenquests, unter anderem haben wir die Quest von Vess abgeschlossen. Und jetzt in diesem Part wird es aber dann endlich weitergehen mit dem komplett neuen Gebiet, den Lefthärischen Inseln. Hier vor uns sind sie, habe ich schon sehr viel Lust drauf. Aber ich will noch ganz kurz zuvor zwei weitere Dinge, kleine Dinge machen, die aber wirklich ganz schnell gehen. Denn ich habe seit dem letzten Mal mich noch ein bisschen mehr um die Harmonieringe von meinen Klingen gekümmert. Und dafür musste ich einige Gegner aus bestimmten Gebieten besiegen. Und da habe ich wieder einige neue Kernkristalle bekommen. Mauak, verdammt nochmal. So, und Vess Kernkristall wäre sogar auch schon bereit. Ich habe auch schon nachgeschaut. Das ist ein bisschen doof, weil Vess ist eine Blitzheilklinge. Also genauso wie Korra quasi bei Nia. Und die kann ich niemandem so richtig sinnvoll geben, finde ich. Weil Nia hat schon Korra und die anderen sind alle keine Heiler. Deswegen werde ich mir Vess erstmal aufheben. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Bis ich halt irgendwann nochmal einen weiteren Heilcharakter bekomme. Und dann kann ich dem den Kernkristall von Vess geben. Also mit den anderen kann ich erstmal da nichts anfangen, deswegen ich hebe sie mir erstmal auf und werde sie dann eventuell halt später benutzen. Aber ich habe wieder 6 Kernkristalle. Mauek, jetzt komm bitte, streng dich an! Ich bin da schon ein bisschen verflucht, oder? Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. So, einen habe ich noch. Das war der vorletzte. Jetzt streng dich doch mal an! Das kann doch nicht wahr sein, du hast jetzt schon 50 Kernkristalle von mir verbraucht. Darunter auch seltene. Jetzt die 6 waren ja nur normale, aber trotzdem. So viele am Stück, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch so unwahrscheinlich, dass man so lange am Stück so Pech hat, oder? Ja, wieder Standardklinge. Danke. Ja, und ja, das wird, glaube ich, in dem Leben für Mauek nichts mehr mit einer coolen Klinge. Muss ich meine Hoffnungen, glaube ich, aufgeben. Na gut. So, und die andere Sache, die ich noch machen will, ist an einem anderen Ort. Moment. Und zwar hat Wulfric bei seinen Harmonieringen als eine Aufgabe, dass ich tatsächlich einen einzigartigen Gegner besiegen muss. Und das wollte ich nicht ohne euch machen, das will ich mit euch gemeinsam machen. Und da hinten ist der einzigartige Gegner, hier in Gormod beim Vergessenen Pfad. Und zwar blitzende Gigi oder Gigi oder so. Auf jeden Fall. Hi. Weil ich mache mir keine großen Sorgen, weil ich ja immerhin... einige Level drüber bin. Wie ist nochmal die Angriffskombo von Mauek? Ich will jetzt heute auch schon viel mit Mauek spielen, um sie besser kennenzulernen. Das ist der letzte, dieser Aufwärtsschlag. Das ist sehr kompliziert, finde ich, irgendwie bei ihr. Okay. Ja, machen wir einfach Wasser zu. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, eh keine wirklichen Sorgen um irgendwas. So, okay. Ja, und dann machen wir Erde. Also, kann ich jetzt mit Mauek nicht wirklich mitmachen, Leute. Aber das passt schon. So. Irgendwie, das ist echt. Warte mal ganz kurz bei ihr. Sie macht ja. Die ersten beiden Schläge sind kurz hintereinander. Ich glaube, wenn ich. Ich kann überhaupt erst einen Anschluss machen, wenn ich nach dem zweiten Schlag davon treffe. Ich glaube, nach dem ersten jeden Anschluss gar nicht. Genau, das ist dann falsch, ja. Weil die ersten beiden Schläge so ein bisschen als Doppelangriff quasi gelten. Glaube ich. So. Also sogar ein Exzellent, unfassbar. Das kriege ich ja ansonsten da nie. Aber hat funktioniert, okay. Sehr gut. So. Bam. Oh ja, also ein bisschen live fast. Blitzende Gigi. Weil wir die CDS gerade ein bisschen zerstören. So, und so. Yay. So, mehr Kernkristalle. Yay. Aber jetzt lasse ich erstmal am Ende vom Part vielleicht wieder. So, genau. Wulfric hat den bekommen. Will ich kurz nachschauen. Ich gehe einfach wieder durch alle kurz durch. Mithra hat sogar auch was bekommen. Genau. Rock sogar auch. Sehr schön. Genau, die alle anderen, die jetzt noch übrig sind, sind halt einfach nur Dinger, wo ich die Harmonie erhöhen muss oder im Kampf irgendwas machen muss. Aber alle spezifischen Sachen oder fast alle spezifischen Sachen, wo man ihnen Items geben musste oder bestimmte Gegner besiegen musste, habe ich eigentlich soweit ganz gut gemacht von den Klingen. Okay. So, jetzt wirklich das neue Gebiet. So, let's go! Yay! Na endlich! Was ist das für ein Ding? Kann ich damit irgendwas machen? Nee, erstmal nicht. Also ich könnte erstmal Bergungstauchen wieder machen. Oder auch hier entlang gehen. Hab gleich ein paar verschiedene Wege, gleich zu Beginn. Wo führt der Weg hier hin? Ach komm. Ja, okay, dann kämpfen wir mal kurz. Das ist wieder ein Noppon. Einer von denen, die ich da finden muss. Schauen wir gleich mal, könnte ja was sein. Hellfire! Bam!
definitive. Right, no. We can turn this in our feet. Claim me. Eagle Eye. Sehr schön. Ja, da kann er gar nichts. Ein Gegner auf 33, das dürfte ich dann doch hinbekommen. Wäre ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt hier verkacken würde. So, yay. Und in die Wolken gefallen. Okay, passt. So, ja. Simama, hallo. Hallo, wie läuft's? Hallöchen, Popöchen. Sie war mal extra an diesen Ort hier gekommen, um nach leckeren Zutaten für neues Saftgetränk zu suchen. Aber nichts gefunden, außer überall Wolkenmeer. Andere Brüder und Schwestern Porn bestimmt erfolgreicher gewesen. Naja. Und längst wieder zu Hause in Argentum. Was soll Sie mal nur tun? Versuch's mit Bergungstauchen. Vielleicht auf einem Titan suchen. Interessant. Ich sag mal Bergungstauchen. Da kann man ja coole Sachen finden. Warum nicht auch Zutaten für das tolle Getränk? Nununu, sie hat mal so sehr Sucherei im Kopf gehabt, dass Gedanke an Bergungstauchen dort gar keinen Platz hatte. Ist aber prima Idee, sie mal wird sofort tauchen gehen. Hoppla, sie mal hat vergessen, Taucheranzug anzuziehen, hat aber immerhin Engelsmotor gefunden. Sieht zwar nicht lecker schmecker aus, wird aber trotzdem mit nach Hause genommen. Geschwisterpon von Simama auch gerade auf der Suche nach Zutaten. Vielleicht erfolgreicher, ja, das hast du schon gesagt. Freunde können ja mal Hallöchen Popöchen sagen. Ja, habe ich schon. Tschüss. So, ein weiterer von diesen Vollidioten da gefunden. Bridge springt erstmal runter. Jawohl. Okay, sehr schön. Genau, ich mache mal einfach einmal schnell Bergungstauchen. Beim letzten Mal war das ja nicht sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass ich diesmal mich ein bisschen besser anstellen kann. Ich nehme mal einen normalen erstmal und dann vielleicht noch Silber. Bring us back some local snacks, so. You hear? Shouldn't be too long. Yo. Na, scheiße. Zu früh gemacht. Okay, aber das ist wieder... Das ist deutlich einfacher als beim letzten Mal. Das könnte sogar vielleicht immer A, B sein. Aber es ist auf jeden Fall langsamer und da kann ich auch reagieren. Auch wenn das andere Tasten sein sollten. So, okay. Zwei Gegner aber dafür auch eine coole Truhe. So, aber ich muss mich durchkämpfen. Das schaffen wir aber schon. So. Ja, ich hasse diese Gegner, aber die sind so nervig, weil die alles mal ablocken können. Hab jetzt schon einige von denen bekämpfen müssen. Die sind jetzt auch überall aufgetaucht, diese komischen Minigegner, die habe ich das Gefühl. Ich bin die, davor waren die nirgendwo, aber jetzt sind die überall aufgetaucht. Keine Ahnung. Ja, komm. Das ist so nervig, Mann. Ich hasse Gegner, die meine Schläge ablocken. Ja, die meine Schläge ablocken können. Wechsel mal dann auf Eis. Obwohl. Nee, ist gar nicht sogar so schlau eigentlich, weil ich mache lieber nochmal Wind mit irgendwem. Und dann danach Erde. Okay. Ich habe aber schon gelernt, dass es wirklich ganz schlau sein kann, wenn man häufiger mal wechselt. Weil wenn ich wechsle, dann sind ja die Techniken instant aufgeladen. Und das ist schon ziemlich nützlich auf jeden Fall. Ja. Mach mal das Handsturm dann einfach. So, Wolf wird dir ab. Bam. Nice. So, zack. Sehr schön. Ja, aber nimm mal doch wieder Bridget. Bridget ist schon am besten. Mann, jetzt lass mich dich halt angreifen. Ich hasse es. Vor allem, ich habe die Wut gerade nicht auf mir, was eigentlich ja richtig wäre. So, aber jetzt den einen haben wir eh gleich besiegt. So. Was macht der denn für Angriffe? Shit. So, okay. Sammel das mal ein. Okay. Aber jetzt den einen da, das schaffen wir auch noch locker. Da mache ich mir keine Sorgen mehr. So, spam mal einfach ein bisschen was raus, ist ja egal. Da werde ich jetzt eh keinen Pfad mehr hinbekommen. Also nicht mehr Stufe 3, deswegen da mache ich einfach so irgendwas. So. Okay, sehr schön. So. Jetzt die Truhe. Und ich mache aber, wie gesagt, gleich noch einmal dann Bergungstauchen. So, dankeschön. Und Harmonieerfolg, ja, das mache ich aber dann, bin ich jetzt zu faul, das mache ich dann nach dem Part. Ich schaue immer eh nach jedem Part, ob ich irgendwelche neuen erzielt habe. So, okay. Bring us back some local snacks, you hear? Wait here, I'll bring something great. Yes. Alright. Alright. Okay, so jetzt bitte was Cooles. Ich hab gar nicht aufgepasst. Was war jetzt gerade eben eigentlich drin? Weiß schon gar nicht mehr. aber das ist halt schlechter als gerade eben einfach. Nur so eine braune Truhe. Ich verstehe das manchmal nicht ganz. Ob ich da auch irgendwie Pech habe,
Oder ob das irgendwelche anderen Gründe noch hat, warum ich dann manchmal verkacke. Naja. Obwohl das halt perfekt war und sogar Silberzylinder. Naja. So. Damn, nice. I am Rock. Das freut mich auf mich. So, sehr schön. Ja, aber da machen wir jetzt auch keine Sorgen mit den Kollegen da. Bam. Vielleicht finden wir aber noch irgendeinen starken, einzigartigen Gegner in dem Paar. Obwohl wir ja schon einen bekämpft haben. aber keinen starken, einzigartigen Gegner. Und deswegen hoffe ich, dass wir da vielleicht noch einen heute finden können. Mal schauen. So. Erstmal ein bisschen Zeug. Okay. Genau, da war ja der Noppon. Und ich habe dann nur einen anderen Weg, den ich gehen kann. Okay. Aber erstmal Sammelpunkt. Da hinten wäre auch noch einer. Aber zu faul. Passt schon. Ja, ich gehe dann gleich mal weiter. Aber es ist sehr interessant aufgebaut, dieser Ort hier, weil das halt immer so verschiedene Inseln sind, die durch diese langen, schmalen Pfade miteinander verbunden sind. Es sollte nicht runterfallen. Aber ich könnte auch dahin gucken. Da ist so eine Extra-Insel. Und da hinten sogar auch. Wie sieht denn die Gesamtkarte aus? Okay, das ist die. Ich bleibe jetzt erstmal noch oben. Ich will aber eigentlich diese Inseln da auch noch erkunden. Ich warte vielleicht mal wieder, bis ich einen Reisepunkt habe. Und dann könnte ich mal runterspringen und mir die Inseln da unten direkt im Wolkenmeer anschauen. Und mich dann eben wieder leicht nach oben zurückbringen. Oh Gott. Falkenfliffy. Ist das ein einzigartiger? Aber 45 ist, glaube ich, doch ein bisschen zu krass leider für mich. Der sieht aber sehr einzigartig aus. Komm, zeig's mir halt an. Das ist so blöd, dass man das hier nicht sehen kann, ob die einzigartig sind. Weil ich bin halt immer zu weit weg, vor allem bei so fliegenden Gegnern. Da ist es sehr schwierig, das dann irgendwie hinzukriegen. Nee, ist sogar kein einzigartiger, okay? Dann nicht. Wenn dann ein einzigartiger... gewesen wäre, hätte ich sogar vielleicht versucht, zumindest einmal einen Kampf gegen ihn, um zu gucken, wie sehr ich dann verkacke, aber so ist mir dann eh egal. Okay, aber jetzt habe ich einen Reisepunkt, dann geht's erstmal nach unten. Hui! Zack. So, sehr schön. Und dann gucken wir uns erstmal diese kleine Insel da an. Okay, da sehe ich schon einen Aufwind. Ich meine, ich habe mich ja jetzt ein bisschen um die Harmonieringe gekümmert von meinen Klingen. Deswegen denke ich mal, hoffe ich, dass ich von solchen Stellen dann jetzt immer ein bisschen mehr machen kann, wenn ich halt da die Fähigkeiten brauche. The wind is my Null. Stufe 1 und Stufe 1, echt? Okay, das ist nicht so schwierig. Hui, wo komme ich da hin? Achso, ist nur eine Abkürzung quasi nach oben zurück, was einem gar nichts bringt, weil man eh einen Reisepunkt hat. Da oben. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich gucken, ob da noch mehr ist. Jetzt muss ich nochmal nach unten. So. Hui. Okay, sehr schön. Man sieht sogar die Insel unten unter dem Wolken ja auch noch ein bisschen leuchten. Aber ich kann nicht tauchen. Also, man kann ja bergungstauchen. Aber ich kann jetzt hier nicht so richtig tauchen und dann unten rumschwimmen oder so und die erkunden. Das wäre ganz cool. Ah, Schatzruhe. Okay. If I may. Kernkristall wieder. Ja, Mauerk, wir finden viele Kernkristalle, ne? Für dich. Die sind alle für dich. da hinten, die will ich mir sogar auch noch gleich anschauen, wenn ich jetzt schon hier unten bin. Ja, das ist ja die einzig andere Insel, die hier im Wolkenmeer noch ist, richtig? Sieht so aus. Ich glaube, alle anderen sind weiter oben. Okay, dann schwimme ich da mal kurz hin und wir gucken mal noch, was da dann ist. Okay, das sind auf jeden Fall schon mal Gegner. Sogar gar keine so schwachen Gegner. Traditioneller Garten. Okay. Die ignoriere ich erstmal. Das sind vor allem die nervigen Gegner. Let them come. Was? Oh, einzigartiger? Ach du Scheiße, wer ist das denn? Das ist ein einzigartiger. Kommst du ein bisschen näher? Ich will nur gegen dich kämpfen, wenn es geht. Ich kann nicht anvisieren. Was? Der greift mich schon an. Komm mal ein bisschen näher, bitte. So, jetzt habe ich ihn anvisiert wenigstens. Okay, jetzt. Aber jetzt haben wir schon leider einen ziemlich starken Nachteil gleich zu Beginn. Weil ich nämlich schon gleich tot bin.
Ach, du Scheiße. Ja, okay, 47 hat er, sehe ich auch jetzt erst. Ja, gut. Der Björn ist dann vielleicht doch zu stark für mich. Hier ist er groß, jawohl. Ja. Wo kam der eigentlich jetzt her? Ist es einfach so ein fliegender Fisch, der hier durchs Wolkenmeer reist und der einen einfach irgendwann treffen kann? So irgendwo? Vielleicht. Ja, ne? Es war doof, wenn ich jetzt sterbe, weil ich wollte mich hier eigentlich noch mehr umgucken. Auf dieser kleinen Insel. Aber ich glaube, hier ist ja eh nichts anderes mehr. So da. Er trifft mich aber auch einfach nicht. Ja, Maurek ist schon ziemlich stark auf jeden Fall, weil sie lebt einfach immer noch, weil sie halt so hohe Agilität hat und einfach sie von niemandem getroffen wird, im besten Fall. Schon nice. Aber ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass ich hier alleine eine Chance habe gegen ihn. Vor allem jetzt, wo der andere Gegner auch noch hergekommen ist. Jetzt hat er mich mal getroffen. Wenn ich aber bessere Startvoraussetzungen habe und wenn kein anderer Gegner herkommt, dann könnte das schon klappen vielleicht, oder? Ja, cool. Also vielleicht, wenn ich gleich sterbe, probiere es dann vielleicht gleich nochmal. Aber der schafft es einfach nicht, mich zu killen. Jetzt mal. Warte mal kurz. Okay, sobald ich irgendwie auf die Insel komme, dann taucht der auf. Also so ein bisschen quasi der Wächter von der Insel. Ja, vielleicht könnte ich schaffen, dass ich zumindest diesen Unen da weglocke und den schon mal besiege und dann nur gegen ihn kämpfe. Hier auf der Seite. Das könnte vielleicht klappen. Der darf mich jetzt aber nicht sehen. Ja, okay. Ja, aber jetzt komm halt trotzdem her. Komm näher. Vielleicht schaffe ich es ja doch, dass ich nur gegen ihn kämpfen kann, weil dann rechne ich mir schon. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich mir dann Chancen ausrechnen sollte. Aber eher, als wenn da andere auch noch herkommen. Der macht halt von da hinten einfach Angriffe. Und trifft einfach jetzt. Das ist halt schon gemein und ist einfach ein Flächenangriff. Ja, ich werde es nicht schaffen können, leider. So richtig. Weil ich kann es nicht schaffen, die einzelnen Gegner zuerst zu besiegen und nur gegen ihn zu kämpfen, weil er halt sofort auftaucht, wenn ich hier hingehe. Jetzt ist er weg, aber der wird gleich wieder dann auftauchen, bestimmt. Ja, erstmal nicht. Okay, dann versuche ich erstmal, das Viech zu besiegen. Was auch gar nicht so einfach ist übrigens. Aber das ist zumindest machbar, glaube ich. Aber das ist, die sind so nervig, diese Scheißviecher. Ich hasse die. So, mach mal ein Wasser dran. Ja. Okay. Ja, vielleicht kommt der jetzt wirklich erst mal wieder. Dann hätte ich, wie gesagt, so ein bisschen Chance. Ja, mach mal. Termination Blast! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er gleich wieder auftaucht. Und sobald er auftaucht, bin ich halt ein bisschen am Arsch. Ja. So, okay, hier hat gleich voll. Mann, das ist so nervig. Ich kriege einfach überhaupt nicht mein Ding voll. Ich müsste halt eigentlich auch mehr wechseln, ich weiß schon. Aber das Problem ist halt, dass Marek die anderen beiden kriegen, dass die halt nicht so mega toll sind. Perrin geht noch. Ist ja ganz okay. Halt nicht ideal für sie, aber trotzdem ganz gut. Aber hier Nimm kann halt überhaupt nichts. Oder ist halt nicht geeignet für Maurek. Deswegen ist es halt ein bisschen doof. Ja. Ja, natürlich. Mach mal Foto am Anfang einfach. Okay. Ich will auch hier aber keinen Chain Attack machen, weil das muss ich mir aufheben. Teamleiste. Für dann gleich den anderen Kollegen, natürlich. So, ich mach mal gleich wenigstens mal Stufe 4 Feuer. Oder ich mach mal genau Elektro und dann kann ich gleich mit Feuer beenden. Ja, hör auf. So, okay, let's go. Ja, fuck. So, okay, aber gleich hoch. Okay, so. Das hätten wir. Jetzt nur die Frage. Ich meine, wenn der gar nicht mehr wiederkommt, das wäre natürlich auch schlecht. Weil jetzt habe ich ja extra den besiegt, den Gegner. Ah, da ist er wieder. Genau, der macht nämlich auch ein Geräusch, wenn der kommt. Okay, wir sehen an. So, jetzt ich hoffe, dass ich hier nicht gesehen werde von den anderen Gegnern.
alle auf ihn. Ja, der Düsenstrahl ist riesig. Ja, aber der trifft nämlich ziemlich häufig und trifft auch die anderen. Aber Teamleiste ist voll. Also kann meine Leute wiederbeleben, notfalls. Okay, also jetzt haben wir schon mal deutlich bessere Startvoraussetzungen zumindest, das ist klar. Ob wir es auch schaffen werden, ist die andere Frage. Bam. Kann ich mal irgendwie geheilt werden? Okay. Ich werde jetzt hier erstmal nicht gebraucht, ich werde einfach, kann einfach gleich mal selber irgendwie machen. Machen wir mal Sinn, genau. Nein, ich bin schon tot. Ernsthaft? Ja, schlecht. Beleg mich mal wieder. Mach Wind. Okay. So, und dann, ich hoffe, Rex ist schlau und wechselt zu Wolfric. Und wieder Düsenstrahl. Mach Sandsturm noch schnell. Okay. Bam. Okay. So, dann beginne ich auf jeden Fall gleich mit Feuer. Machen wir gleich einfach sofort. Okay, ich bin wieder anvisiert, sehr gut. Mach gleich Wasser hinterher. Und Dampfexplosion. Ja, let's go. Okay. So, mit Wind und Feuer haben wir jetzt schon angefangen. Ja, da hat er noch kaum Schaden genommen, sogar. Krass. Aber Feuer könnten wir sogar auch noch machen. Machen wir es nochmal. Ja. Rex hat noch 4 KP. Kann Rex irgendwie halten? Mia, tu was! Ich hab doch gerade eine KP-Kapsel gehört, oder? Ich nicht irgendwo eine rum? Ah, okay, jetzt wurde wieder geheilt. Danke. Ja, mach Flächenband. Okay. Achso, das war aber trotzdem dumm. Man finde ich blöd, weil er hat ja schon ein Feuerelement. Das war ein anderer Pfad, aber er hat ja schon ein Feuerelement. Also bringt jetzt gar nicht so viel, wenn ich da jetzt Feuer mache. Idiot. Sorry. Also, okay, sie hat sogar doch schon aneinander-Kombo. Meistertechnik. Ich dachte, das hätte sie noch gar nicht, aber doch hat sie. Okay, gut. Das ist nämlich schon ziemlich nützlich. Habe ich jetzt auch schon gemerkt. So, okay, aber es hat trotzdem ganz gut Schaden gemacht. Aber es war jetzt dennoch gut. Ja, das ist halt blöd, wenn man mit Feuer anfängt, dann kann man halt nur mit Feuer beenden, oder? Da hat man keine andere. Ja, doch, es geht, glaube ich, schon an. Es war jetzt auf jeden Fall gut. Ja, mach Erde gleich. Chain Attack muss halt dann gleich abgehen, wenn ich die rausbekomme. Das wird wichtig. So. Okay, ich hoffe, dass einer von den beiden Wind vorbekommt. Ich habe ja leider keinen Wind. Können einfach zwischendurch mal irgendwie. Ah, umgeworfen ist ja nice. Bam. Zack. Sanja bekommt es hoffentlich noch voll, aber ich glaube schon. Ja, perfekt. Okay, jetzt haben wir auch Wind. 3 Stück. Ich hätte schon noch gerne ein 4. Element. 5. wäre sogar noch besser eigentlich. Ich fange mal mit Eis vielleicht jetzt mal an. Okay. So, Erde hat er auch schon und, ja toll, das ist auch wieder kacke, weil Wind hat er ja schon und Erde hat er schon. Und Dunkelheit habe ich nicht. Toll, kann ich nichts machen. Geil. Ich hasse es. Mann, so ein Kack. Das ist ja so scheiße. Fuck. Die Kugeln aber hier rumschwirren. Ja, kann ich mal bitte wiederbelebt werden? Ich muss dann angesiedelt werden gleich, das ist wichtig. Ja, dann mach die Erde zu Beginn. Scheiße. Bin aber auch schlecht mit dem Timing. Ja, ich sollte wieder zu Bridget. Ja, Bridget ist noch nicht bereit, leider. Ja, verdammt. Also jetzt hat er nicht mal Erde machen können. Ja, toll. Mach mal nochmal Wind. So, ich hoffe, dass da jetzt irgendwas anderes möglich ist. Ja, Doppel-Eis zum Beispiel. Oder nochmal Wind und Blitz wäre auch okay. Probier mal Doppel-Eis. Werde ich schon schaffen. Oh, ah, fuck.
So, ich mach jetzt mal. Ich wechsle jetzt mal zu den anderen Klingen noch. Na, jetzt kam. Nein, jetzt kam der andere, der war nie zu weit weg. Ja, jetzt ist vorbei. Scheiße. Scheiße. Tja. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Und Wex ist auch wieder tot. Mann, wenn der nicht hergekommen wäre, der andere, hätten wir es halt vielleicht sogar echt schaffen können. Ja, wir waren schon noch relativ weit weg, ich weiß, aber trotzdem. Dann hätten wir zumindest eine Chance gehabt. Aber haben die sich auch so blöd eigentlich hingestellt, Wex und Mia? Sind da ganz woanders. Ja, ich gebe noch nicht auf. Wir schaffen das noch, ganz bestimmt. So. Probier nochmal, Eis. Okay. So, ich wechsle jetzt nochmal zu Glitche und spam jetzt einfach mit ihr die Dinger raus, weil ich habe nämlich auch gelernt, bei den Anschlüssen der Techniken kann man jetzt einfach die Tasten spammen und es wird dann immer ein Anschluss automatisch. Deswegen habe ich jetzt da perfekte Anschlüsse hinbekommen. Okay, wir müssen gleich warten, bis Karen wieder bereit ist. Und dann dürfte ich aber noch Stufe 3 gleich voll bekommen, hoffe ich mal. Okay. So, und los. Bam. Ja, aber Chain Attack ist halt jetzt schlecht, weil ich jetzt meine ganze Teamleiste hergeben musste. Und, ach, dass der, jetzt sind sogar zwei andere da. Jetzt ist es vorbei. Okay, na gut. Mann, das ist ja so nervig. Wenn einfach die anderen Gegner nicht da wären, hätte ich es vielleicht schaffen können sogar. Das ist blöd. Mann, ey. Ja, wir müssten Wasser machen. Ja, aber Rex ist wieder tot. Autsch, und jetzt ist Mia tot. Okay, jetzt ist wirklich vorbei. Ja, ich habe noch lange durchgehalten, finde ich. Aber jetzt geht tatsächlich nichts mehr. Ja, aber Rex ist tot. Mann, das ist richtig blöd, Mann. Ich hasse es. Ich probiere es gleich nochmal. Ich will den besiegen, Mann. Okay, Angriffskette. Ich habe 5 Elemente auf ihn draufgehauen. Kriege ich das jetzt hin? Ich weiß es nicht. jetzt lass mich nachdenken. Na, ich könnte 2x Erde machen, dann würde ich Blitz auf jeden Fall klein bekommen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ich muss ja auf jeden Fall eins zerstören, sonst ist vorbei. Ja, mach mal. Okay, aber das ist schon echt schwierig und kompliziert, das jetzt hinzukriegen. Weil ist es jetzt wirklich das Schlauste, wenn ich jetzt Wolfhüter einsetze? Ja, doch, mal schon. Okay. So, und Mia könnte, ist ja das einzige Wasser, sie könnte Wasser machen und dann danach nochmal Wasser, damit sie sicher Feuer zerstören kann. Mach mal, ja. Jomark! Okay. So, Wind und Eis sind ja gegenseitig. Deswegen könnte ich jetzt Wind damit kaputt machen. Oder nicht kaputt machen, aber halt sehr stark angreifen. Ich meine, es ist ja. Feuer kann ich auf jeden Fall zerstören, weil Nier kommt da gleich nochmal dran. Das ist doch so richtig. Ich mach auf jeden Fall mal Eis. Nier kommt doch dann mal dran mit Drummark. Ich kann mit Drummark auch nochmal angreifen, hoffe ich. Und dann kann er Feuer kaputt machen. Das glaube ich alles safe. Ja, mach du einfach dann mit Rock noch. Und dann im nächsten Zug kann ich entweder Eis oder Wind zerstören. Nee, Drummark darf nicht mehr. Warum darf Drummark da jetzt nicht mehr? Ich verstehe das nicht. Aber das ist trotzdem okay, weil sie hat ja auch Wind. Und sie kann mit Wind sicher Eis zerstören. Ja? Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum die manchmal sich nicht ganz aufladen, die Leisten. Andere Male aber irgendwie schon. Keine Ahnung. Aber okay. So, aber jetzt haben wir es an sich, glaube ich, schon. Weil jetzt kann ich eben Wind easy kaputt machen. Safe. Ich weiß noch nicht, ob das dann ausreicht, um den zu besiegen überhaupt. Das war jetzt sehr schwer übrigens, weil ich habe es zuerst geschafft, dass ich alle anderen einzelnen Gegner besiegt habe, alle kleinen. Und dass ich jetzt nur noch ihn als Gegner hatte. Aber es war trotzdem schon zwischendurch ultra knapp. Also wenn ich jetzt verkacke, dann mache ich es nicht nochmal. Weil das ist sehr, sehr schwierig. Mach du ein. Ist egal, was ich mache, sind ja beide. Oder sind alle nicht effektiv. Mach mal dann Pyra einfach. I've got this. Aber wir kriegen jetzt eh den vollen Elementbuffel. Okay, genau, mach du nochmal Wasser. Ja.
at your service. Okay. You shall not sehr gut. Ja, und dann irgendwas, Bridget. Bridget, to me. Er hat halt immer noch so viele Leben, was soll das? Pyra. Blazing End! Okay. Voller Elementbruch! So, jetzt einfach Instant Kill bitte. Das wäre schön. Burning! Sword! Macht sehr viel Schaden. Darf ich jetzt noch ein bisschen? Nee, er lebt noch. Scheiße. Ja. Oh Gott, und jetzt ist er halt wütend. Der war davor noch nie wütend. Jetzt ist er wütend. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, wie er ist, wenn er wütend ist. Und ich glaube, das ist nicht so toll. Ja, das ist nicht toll. Okay. Na gut. Doch, es ist, glaube ich, over. Mann, das ist ja richtig dumm. Komm, mach ihn. Achso, ich habe die Leistung voll. Ja, okay, also ich muss... Nee, aber ich lasse es jetzt. Ich könnte es, glaube ich, jetzt schon theoretisch schaffen, wenn ich halt wirklich nicht nur 5 Elemente, sondern 6 oder 7 auf ihn drauf haue oder so. Und ich die Chain Attack mache kurz, bevor er in den Rage-Modus gehen würde. Dann könnte ich es, glaube ich, schon schaffen. Und ihn dann halt instant killen. Aber das ist mir zu stressig, dauert zu lange. Passt schon. Ich habe jetzt eh schon lang genug damit Zeit verschwendet. Schade, ich hätte es gerne geschafft. War auch nicht so weit davon weg, finde ich. So irgendwie. Ich meine, ich bin ja auch 10 Level drunter. Naja. Gut, aber ich würde dann erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim nächsten Mal werden wir dann noch ein bisschen mehr hier von den Deathlerischen Inseln erkunden, dann auch noch ein bisschen mehr. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen mit dem einzigartigen Gegner da aufgehalten, obwohl hier auch voll viele coole Sachen auf uns warten, die wir dann erkunden können. Also beim nächsten Mal noch mehr von diesem Gebiet hier. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.